Oshkosh. Mit diesem Namen verbindet sich eine Faszination. Vor 40 Jahren als Student in Aachen kam ich das erste Mal mit dem Namen in Berührung. Damals baute ich als einer von drei Partnern in einer Garage ein Motorflugzeug, die Dragonfly. Die Oskar-Ursinus-Vereinigung unterstützte uns sehr bei der Zulassung. Und von der OUV zur EAA, der Experimental Aircraft Association, ist es nicht mehr weit. Die EAA wurde 1953 in Milwaukee, Wisconsin gegründet und richtet jährlich das Air Venture aus. Das Air Venture ist eine Wortschöpfung aus Aircraft and Adventure. Heute ist es weltweit das größte Treffen von flugbegeisterten Menschen, Piloten, Selbstbauern oder Fluginteressenten. Über 10.000 Flugzeuge kommen zur AirVenture. Der Whitman Regional Airport in Oshkosh verzeichnet ca. 18.700 Landungen in den 11 Tagen der Show. Das entspricht 121 Starts und Landungen pro Stunde. 40.000 Besucher schlafen in ihren Flugzeugen oder im Zelt neben dem Flugzeug auf einem der 12.000 Zeltplätze. 5.500 freiwillige Helfer, vom Busfahrer bis zum Air Traffic Controller, sorgen für einen reibungslosen Ablauf. Insgesamt wurden in diesem Jahr, im Jahr 2022, 650.000 Besucher gezählt. Einfach nur gewaltig. Das schlummerte Jahrzehnte in meinem Kopf. Und heute, 2022, ist es soweit. Ich fliege nach Oshkosh. Ich fliege nach Oshkosh. Im Rahmen der Vorbereitungen lernte ich Peter Schneider kennen. Er hat das Sportflugzeug Kit Fox selbst gebaut und ist ein echter Fliegerenthusiast. Seine Partnerin Gertrude Franz-Smolka wollte bei diesem Abenteuer nicht fehlen und so waren wir schließlich zu dritt. Die Zeitschrift Pilot und Flugzeug begleitete dieses Jahr eine Gruppe von 12 Flugzeugen mit Rat und Tat. Denn Oshkosh zählt nur richtig, wenn man selbst hinfliegt und sich nicht fremden Piloten anvertraut. Naja, das Ziel liegt in den USA und da gibt es nur eine Strecke über Island, Grönland und Kanada. Die beteiligten Flugzeuge waren sehr unterschiedlich, von einer Cirrus SR-22T bis hin zu einer King Air 200 war die gesamte Palette vertreten. Wir lagen da mit unserer Cessna 340A so im Mittelfeld. Jede Crew war für die einzelnen Flüge selbst verantwortlich, profitierte aber von den Ratschlägen, die Jan Brill von Pilot und Flugzeug regelmäßig gab. Bereits im Oktober 2020 besuchte ich das Maritime Kompetenzzentrum in Elsfleet und nahm an einem Überlebenskurs teil. Da lernt man, wie sich Wellengang auf See anfühlt, wie die Gicht Sicht und Atmen erschwert und dies alles auch noch bei Nacht. Anschließend versucht man, auf Nachtflüge zu verzichten. Sogar das Aussteigen aus einem Flugzeug unter Wasser will gekonnt sein.
Im Rahmen der Vorbereitung musste die Sicherheitsausrüstung besorgt werden. Leichter gesagt als getan. Mal eben bei Amazon eine Rettungsinsel bestellen, das wäre zu einfach. Zusätzlich kam erschwerend hinzu, dass alle für uns geeigneten Rettungsinseln beim Hersteller Viking ausverkauft waren und Nachschub zu spät verfügbar war. Nach langem Suchen fand ich einen Händler, der noch genau eine Rettungsinsel auf Lager hatte. Zwar für 6 Personen und wir waren ja zu dritt, aber immerhin verfügbar. Elektronische Karten von Jeppesen, die ForeFlight-App zur Navigation in Europa- und USA-Ausführung, Befestigungsmaterial für das Flugzeug, Überlebensanzüge. Ach, es gab so viel in der Vorbereitungszeit zu tun. Die ganze Avionik musste in Grönland von Europa auf Amerika umgestellt werden. Und da gibt es keinen Wartungsbetrieb, der das mal eben macht. Ein Iridium-Tracker und ein PLB-1-Notsender rundeten die Sicherheitsausrüstung ab. Unser Flugzeug war eine 45 Jahre alte Cessna 340A. Mit 2 Motoren und 6 Sitzplätzen. Das muss ich aber relativieren. Die Motoren sind erheblich jünger und insbesondere die Avionik ist auf dem letzten technischen Stand. Am 8. Juli 2022 ging es dann schließlich los. Wir trafen uns am Freitagmorgen in Altenburg, der Stadt mit den Spielkarten und dem Heimatflughafen der Delta India Bravo Alpha Mike. Nun musste das ganze Gepäck in den 5 verschiedenen Gepäckkammern untergebracht werden. Eine sich selbst aufblasende Luftmatratze war etwas störrig, aber auch das wurde schließlich an Bord untergebracht. Um 18 Uhr wollten wir spätestens in Bergen sein, wo unser Hotel und ein schönes Abendessen am Hafen warteten. Eigentlich kein großes Ding, aber einmal hatten wir erheblichen Gegenwind und der ließ einen Direktflug nicht zu. Einmal zum Tanken zwischenlanden. Bei den aktuellen sehr unterschiedlichen Kraftstoffpreisen haben wir uns für Kiel entschieden. Die Flugsicherung meint nun, wo der Corona-Lockdown vorbei ist, müssten IFA, also Instrumentenflüge, wieder verzögert werden. Im Gegensatz zu den Großen haben wir jedoch Plan B. Wir wechseln kurzfristig auf Sichtflug, bei dem wir keine zeitlichen Vorgaben haben. Um genau 10 Uhr starteten wir in Richtung Westen. Dies entspricht 8 Uhr UTC, der weltweit einheitlichen Universal Time Coordinated, früher sagte man einfach GMT dazu. Für Flüge über Zeitzonen hinweg ist dies die wichtige Zeiteinheit. In Flugfläche 85, das sind 8500 Fuß oder 2600 Meter, kämpften wir uns gegen den Wind vor. Das letzte Wetter in Kiel war nicht berauschend. Und so beschloss ich einen Instrumentenanflug RNP auf die Landebahn 26, das sind ungefähr 260 Grad, durchzuführen. Sicher ist sicher. Nach 1 Stunde und 41 Minuten konnten wir dann in Kiel landen. Nun schnell tanken, den Flugplan nach Bergen updaten und um 14.50 Uhr konnten wir Richtung Bergen starten. Wegen des starken Höhenwindes flogen wir wieder recht tief. Flugfläche 120, das sind 3600 Meter. Die Cessna könnte doppelt so hoch fliegen. Schnell erreichten wir die dänische Grenze und verlassen für 3 Wochen Deutschland. Um 14.01 Uhr verlassen wir das dänische Festland und sind das erste Mal über dem Meer. Und es kommen noch lange Strecken über den Nordatlantik,
stundenlang nur Wasser unter uns. Nach nur 30 Minuten sehen wir die norwegische Küste und nehmen direkten Kurs Richtung Bergen. Das Wetter ist für norwegische Verhältnisse gut. Wir bekamen einen RNP-Anflug und die Landung war problemlos. Nun ging es hinter einem Follow-Me-Wagen zur Tankstelle, die aber von einer King Air blockiert war. Gefühlt muss sie über 10 verschiedene Tanks hatten, denn es dauerte und dauerte und dauerte. Wir sollten aber strikt hinter dem Follow-Me-Car bleiben, doch nach 30 Minuten hatte der keine Lust mehr und ist einfach weggefahren. Und nach weiteren 20 Minuten konnten wir endlich zur Tankstelle rollen. Alle 5 Tanks wurden aufgefüllt. Morgen geht es nonstop nach Island. Heute können wir aber erst einmal die Innenstadt genießen und ein norwegisches Abendessen gegen den Hunger bestellen. Natürlich Fisch. Müde ging es dann ins Bett. Am nächsten Morgen wollten wir ausgeschlafen auf unsere nächste Strecke gehen. Die erste große Atlantikstrecke.